gesprochen haben, sind wir zurück hier auf dem Sportplatz im Spieltalk. Der FC Hansa Rostock empfängt Dynamo Dresden. Das ist der Hit des Wochenendes in der zweiten Liga. Samstagabend zur Primetime 20:30 Uhr. Und jetzt haben wir uns ja gerade vor einer halben Stunde die frischen Informationen vom Dynamo-Kapitän Sebastian Mai abgeholt. Und jetzt wollen wir natürlich auch die Rostocker Gegenstimme hören. Eigentlich hätten wir ganz gern mit beiden zusammengeschnackt, mit Bentley Baxter-Bahn und Sebastian Mai, die beide gut befreundet sind und ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben beim Halleschen FC. Aber der Bex hat sich gedrückt vorm Verbalduell. Wie schaut's aus, Bex? Grüß dich. Hi, erstmal gedrückt. Nee, Quatsch. Ich hätte mich gefreut, natürlich mit Basti mal ein bisschen zu quatschen. Aber vom Training her hat es heute leider nur so gepasst. Ich glaube, bei Basti hat es jetzt auch nicht gepasst, dass er um 14 Uhr live dabei ist. Von daher können wir dann nach dem Spiel noch genug reden, wir zwei. Ja, so ist es halt mitten in der Vorbereitung. Wäre schön gewesen, aber so ist doch auch toll, wenn wir euch beide dann trotzdem hier halt nacheinander haben. Wie scharf ist schon die Vorbereitung auf den Kracher gegen Dynamo? Ja, wir gehen die Woche an wie jedes andere Pflichtspiel, aber natürlich ist da eine enorme Brisanz hinter. Wir merken das natürlich im Umfeld. Wir haben heute Morgen die Trainingswoche ja gestartet, weil wir Sonntag erst gespielt haben. Von daher war gestern frei. Und ja, heute Morgen haben wir den Kraft gemacht und nachher geht es dann auf den Trainingsplatz. 15.000 Zuschauer werden dabei sein im Ostseestadion. Das ist für euch jetzt kein neues Gefühl, denn ihr habt das schon erlebt. Vor allem natürlich besonders emotional im DFB-Pokal gegen Heidenheim. Wir so haben uns nochmal dieses entscheidende Tor von Rich Munsi ausgesucht. In der 120. Minute hat er zugeschlagen mit dem 3:2 den FC Hansa endlich mal wieder im DFB-Pokal in die zweite Runde gebracht. Per Kopf da Müller überwunden und da kannte der Jubel natürlich auf dem Platz und auch auf den Rängen keine Grenzen. Bente, du hast 120 Minuten durchgekickt. Beschreib mal diesen Moment auch mit der Kulisse, die dann natürlich komplett explodiert ist im Ostseestadion. Ja, ich glaube, ganz, ganz schwierig zu beschreiben, weil es war unfassbar. Nach einem Jahr quasi ohne Zuschauer, dann im zweiten Heimspiel so ein Spiel und dann im DFB-Pokal in der Nachspielzeit vor einer Verlängerung nochmal so ein Tor zu machen und das Spiel zu ziehen, war natürlich unfassbar. Uns auf jeden Fall weitergebracht von der Mannschaft her, aber auch jeden Einzelnen war ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Und so kann es jetzt am Wochenende natürlich gerne weitergehen. Jetzt kommen auch noch gut 1000 Dresdner mit. Das wird also noch ein bisschen stimmungsvoller, natürlich auch aufgrund der Vergangenheit noch ein bisschen emotionaler als gegen Heidenheim. Wie verändert einen das als Fußballer? Spielt man automatisch dann auch ein bisschen anders oder ist es im Grunde genommen von der fußballerischen Leistung des Fußballers nichts anderes als vor keinem Zuschauer? Nein, absolut. Also das ist. Ich glaube, da kann man jeden Fußballer fragen, ohne Fans, ohne Zuschauer, Fußball zu spielen, ist kein richtiger Fußball. Von daher freuen wir uns enorm, dass wir endlich wieder vor Zuschauern spielen können. Und es ist, wie gesagt, nicht zu vergleichen. Gerade bei uns hier zu Hause im Ostseestadion geht's natürlich ab, wenn ich das so sagen kann. Ja, und da freuen wir uns alle natürlich drauf. Gerade in so einem Spiel wie gegen Dresden sind alle natürlich noch mal ein Stück heißer auf dieses Spiel und ja, da gibt es einfach nur Vollgas und da freuen wir uns natürlich drauf, mit unseren Fans dann hoffentlich einen versöhnlichen Abschluss am Samstag dann auch zu finden. Also ist es schon auch eine andere Leidenschaft, die natürlich auf den Rängen jetzt wieder da ist, aber eben auch bei euch Profis, wenn du eben die Kulisse im Rücken hast und wenn du merkst, da ist Stimmung, dass das einfach ein altes, ein anderes Gefühl ist, als wenn du jetzt wirklich in einer Lernhütte spielst. Ja, absolut. Also ich glaube, es kennt jeder Spieler, wenn es dann in der 60., 70. Minute mal ein bisschen knirscht und dann kommt irgendwas von den Fans rüber, man wird gepusht, dann ist es natürlich was ganz anderes. Dann kommt nochmal eine zweite Luft, dann kriegt man einfach nochmal Energie und Kraft und ja, die pushen einen dann einfach nach vorne. Also ohne Zuschauer ist für mich persönlich, ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber ich denke, dass alle das so sehen. Ja, ohne Fans fehlt es komplett. Und wenn die Fans da sind, dann hat man einfach mehr Energie. Man ist einfach, ja, man fliegt quasi. Ich hoffe, dass das jetzt am Samstag, dass wir das genauso wieder spüren wie gegen Heidenheim. Und dann wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel werden.
Und nun ist es ja auch eine absolut positive Atmosphäre bei euch aufgrund des absolut gelungenen Saisonstarts. Ja, der Auftakt gegen den KSC, den hatte man sich anders vorgestellt, aber Karlsruhe ist, glaube ich, in dieser Saison eine Mannschaft, die man da eher relativ weit oben in der zweiten Liga erwarten kann. Aber danach eben eine super Reaktion in Hannover mit 3:0 da gewonnen, dann im Pokal diese Schlacht gegen Heidenheim und dann zu Hause auch noch nach Rückstand den Punkt geholt in der Liga gegen Heidenheim. Ist das überraschend, dass ihr so gut gestartet seid oder hatte sich das schon angedeutet? Ja, also ich würde schon sagen, dass wir uns bisher nicht schlecht schlagen, aber wir wissen natürlich, wo wir herkommen. Wir bleiben auf jeden Fall demütig, wissen, dass wir immer am Anschlag spielen müssen, dass wir immer 100% auf den Platz geben müssen. Anders werden wir in der Liga schwierig Punkte holen. Von daher tun wir gut daran, so demütig, wie wir jetzt sind, weiterzuarbeiten und dann möglichst bei jedem Spiel einfach unsere 100% auf den Platz zu bringen. Wie ich eben schon gesagt habe, mit Zuschauern im Rücken ist es natürlich immer noch leichter und da macht ein paar Prozentpunkte aus und ich hoffe natürlich, dass das so bleibt und dass wir am Wochenende auch wieder 100% geben können. Aber auch ein bisschen überrascht gewesen, dass Dynamo einfach so weiter ballert wie in der dritten Liga? Ja, was heißt überrascht? Klar, das ist eine neue Liga für beide Vereine. Dynamo ist noch besser als wir gestartet. Von daher, ja, überraschend, glaube ich, kann man nicht sagen im Fußball. Dynamo hat eine sehr gute Mannschaft zusammen, sind nicht ohne Grund Erster geworden in der schwierigen Liga letzte Saison. Genauso wie bei uns ist für Dynamo jetzt auch, dass sie erst 3 Spieltage absolviert haben. Und am Ende schauen wir mal nach 34 Spieltagen auf die Tabelle und dann schauen wir mal, wer wo steht. Du hattest ja auch persönlich relativ großen Anteil daran, dass der FC Hansa in die zweite Liga nach Ewigkeiten in Liga 3 zurückgekehrt ist. Nicht nur mit deinem verwandelten Foul-Elfmeter im letzten Heimspiel gegen den VfB Lübeck zum 1:1, der dann quasi alles abgesichert hatte. Wie bist du mit deinem persönlichen Saisonstart bislang zufrieden? Am ersten Spieltag gegen KSC nicht gespielt, auf der Bank geschmort, 90 Minuten, direkt Niederlage und danach immer Startelf und nicht mehr verloren. Also es geht nicht ohne Backs beim FC Hansa. Ja, nein, ich will mich da natürlich nicht größer machen, als ich bin. Es hat nichts mit mir zu tun. Ich bin in eine funktionierende Mannschaft am zweiten Spieltag gekommen, habe dann meine Leistung so gut es geht probiert zu bringen, abzuliefern. Klar, am ersten Spieltag hatte man dann natürlich nicht das beste Gefühl, wenn man nicht gespielt hat, weil als Spieler will man immer spielen, aber letztendlich geht es nicht um mich oder um irgendjemand anderen, sondern es geht um die Mannschaft, um den Verein. Und in dem Moment war es die Meinung, dass es so die beste Mannschaft war. Und klar, wenn ich spielen darf, dann werde ich mein Bestes geben, werde ich alles raushauen und genauso wie die anderen Jungs auch. Und ja. Auch euer Gesicht hat sich ja ein bisschen verändert. 9 Neuzugänge insgesamt und beim letzten Spiel gegen Heidenheim haben 8 davon gespielt. 5 waren in der Startformation, 3 wurden eingewechselt und der 9. Neuer, Jonathan Meyer, der war zu der Zeit noch nicht mit im Kader. Also alle 8, die bis dahin neu verpflichtet wurden, haben auch gespielt. Musste denn so viel personell getan werden oder war das zwingend notwendig, weil die zweite Liga einfach nochmal ein anderes qualitatives Kaliber ist als Liga 3? Ja klar, qualitativ hast du schon richtig gesagt, ist die zweite Liga natürlich was anderes als die dritte Liga. Und weil wir natürlich auch relativ viele Spiele abgegeben haben, haben wir natürlich auch viele Spieler dazu bekommen, die sich super eingeordnet haben in eine Mannschaft, die ja letzte Saison eine gute Leistung gebracht hat. Und von daher ist es jetzt schon ein super Miteinander nach wenigen Wochen. Und wie du schon am Anfang gesagt hast, läuft es jetzt auch nicht allzu schlecht, bis auf die Auftaktniederlage. Von daher, von den Alten, sage ich mal, und von den Neuverpflichtungen war es bisher ordentlich, aber es geht natürlich in allen Bereichen auch noch einen Tick besser. Alt ist natürlich auch der Trainer, nicht was das Alter angeht, sondern eben, weil er jetzt auch schon eine Weile bei euch unter Vertrag ist, beim FC Hansa Rostock, Jens Hertel. Der hat diesen Aufstieg natürlich auch genossen, war ihm natürlich auch ein persönliches Bedürfnis, darauf wieder zurückzukehren in die zweite Liga. Hat sich in seiner Arbeit jetzt als Drittligatrainer im Vergleich zum Zweitligatrainer was verändert? Um ehrlich zu sein, würde ich sagen, trainieren wir ähnlich wie im letzten Jahr. Klar, wir hatten jetzt eine längere Vorbereitung, weil wir letztes Jahr noch im Landespokal spielen mussten. Und die Vorbereitung war sehr, sehr hart und lang.
Aber sonst würde ich sagen, unter der Woche machen wir eigentlich ähnliche Sachen, auch von der Intensität her. Von daher denke ich, dass sich nicht allzu viel geändert hat. Auch von der Spielvorbereitung her haben wir es genauso oder handhaben wir es genauso wie in der letzten Saison. Von daher, ja, so wie immer würde ich sagen. Und jetzt kommt Dynamo, mit denen ihr zumindest im Ostseestadion noch eine kleine Rechnung offen habt. Letzte Saison, du warst dabei, 90 Minuten, 1:3 verloren. Da war schon in der ersten Halbzeit im Grunde genommen alles gelaufen. 0:3 der Rückstand, Breyer noch kurz vor der Pause mit dem 1:3. Ist es so, dass da noch eine kleine Prestigerechnung offen ist? Ja, absolut. Im Hinspiel damals haben wir kein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren noch drauf und dran, den Anschlusstreffer zu erzielen, haben gedrückt. Aber klar, in der ersten Halbzeit haben wir dann auch individuelle Fehler gemacht und haben da das ein oder andere Gegentor schlucken müssen. Und es war natürlich ein ganz, ganz bitterer, ja, ganz, ganz bitteres Heimspiel für uns. Von daher ist da irgendwo schon eine Rechnung offen. Klar, wir wollen es hier besser machen. Im Rückspiel haben wir es dann, ja, ich würde sagen, ja, schon besser gemacht. Allerdings auch nur unentschieden gespielt. Von daher wollen wir da natürlich im Optimalfall die 3 Punkte hier bei uns im Ostseestadion behalten. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, weil ich selbst im Stadion war beim Rückspiel. Das war ein vor allem auf taktisch sehr hoch geprägtem Niveau das Spiel. Torchancen gab es auf beiden Seiten, glaube ich, relativ wenig. Das dürfte jetzt anders zu erwarten sein, weil eben natürlich auch die Meute im Stadion ist und weil beide noch die Aufstiegseuphorie mitnehmen, oder? Sehe ich das falsch? Das wird schon ein prickelndes Spiel werden, denke ich, am Samstagabend. Ja, absolut. Das wird mit Sicherheit ein prickelndes Spiel. Da können die Fans sich auf jeden Fall auf 90 Minuten Vollgas freuen. Ob es jetzt ein taktisch geprägtes Spiel wird oder ein offener Schlagabtausch, das kann man natürlich vorher immer nicht sagen. Letztendlich ist mir das auch egal, wenn am Ende ein Tor mehr für uns an der Anzeigetafel steht, dann würde ich das natürlich unterschreiben. Und darauf arbeiten wir hin. Ich habe ja auch mit Sebastian Mai gesprochen vor einer guten halben Stunde und der hat gesagt, ja, der Becks, der ist natürlich gerade in einer absoluten Glücksblase, hat die Liebe seines Lebens geheiratet, hat mit ihr frisch noch ein Kind bekommen, aber bei aller Freundschaft ist er hoffentlich nicht böse, wenn es nicht mal einen Punkt gibt für den FC Hansa Rostock. Ich denke, da hast du einen guten Konter parat. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach Basti Mai an. Hätte jetzt ja auch so sein können, dass du dir hier irgendwas ausdenkst. Aber ich habe schon gesehen, der Basti, den habe ich im Fernsehen ein paar Mal gesehen, der hat jetzt ein bisschen kürzere Haare. Von daher schauen wir uns das mal an, ob das jetzt mit den kurzen Haaren besser oder schlechter als letzte Saison ist. Nein, Spaß beiseite, ist ein super Typ. Wir mögen uns abseits vom Platz, aber auf dem Platz mögen wir uns überhaupt nicht. Das war im Rückspiel so, wo er mitgespielt hat. Im Hinspiel, glaube ich, war er verletzt. Und von daher, ja, ich freue mich aufs Duell. Die Fans freuen sich aufs Duell und die Mannschaft auch. Und wie ich schon öfter gesagt habe, wir geben alles, um am Ende die 3 Punkte hier zu Hause zu behalten. Er hat noch gesagt, dass es eigentlich mal ganz interessant wäre, auch mal so einen Zweikampf oder so ein Luftduell mit dir zu bestreiten, wo ich gesagt habe, okay, er ist natürlich körperlich schon eine andere Kategorie, Sebastian Mai, aber er meinte, ja, der Becks, der hat schon auch seine Ecken und Kanten. Welche sind das denn? Ja, Ecken und Kanten, klar, auf dem Spielfeld. Ich will natürlich unbedingt gewinnen. Wie ist mir letztendlich egal. Klar, Kopfballduell kann er gerne kommen, freue ich mich. Dann hat er seinen Ellbogen in meinem Gesicht, dann gibt es einen Freistoß. Ach Quatsch, nein. Basti, ich freue mich auf einen Zweikampf mit ihm, wenn es dazu kommen sollte. Aber das ist letztendlich nicht so wichtig. Viel wichtiger ist natürlich das Ergebnis am Ende. Und von daher will ich mich da gar nicht so mit beschäftigen. Er spielt ja auch ein bisschen weiter hinten. Ich spiele auch ein bisschen weiter hinten in vorderster Reihe aktuell. Von daher schauen wir uns das mal an. Wir definitiv auch. Becks, zu dir noch persönlich, ich habe das mal gelesen und immer wieder auch im Hinterkopf, dass du ja auch abseits deines Berufsrasens ein absoluter Fußball-Nerd bist und Transfermarkt.de rauf und runter liest. An Champions-League-Tagen sind für dich immer Feiertage. Im Sommer bist du im Bolzplatzkäfig zu finden, im Winter in den Soccerhallen. Jetzt war das alles ein bisschen schwieriger. Jetzt hast du auch ein 4 Monate altes Kind. Ist das immer noch so oder musstest du deine Fußballleidenschaft ein bisschen einbremsen in den letzten Monaten? Ja, ich glaube, so eine Leidenschaft kannst du nicht so schnell streichen, aber ich muss schon sagen, ich muss um diese Abendspiele muss ich schon kämpfen. Wenn denn so ein Supercup wie gestern läuft, da fallen mir auch mal schon mal die Augen zu ab der 60. Nein, aber
So eine Leidenschaft, die geht nicht auf einmal weg. Mal schauen, was mein Sohnemann macht, ob der auch da in den Bereich reinkommt, würde mich natürlich freuen. Nein, aber die Leidenschaft ist natürlich da. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da ja, weniger gucke oder so. Da habe ich schon zum Glück eine gute Frau geheiratet, die mir da auch Freiräume gibt, damit ich Fußball gucken kann. Das ist wichtig, selbstverständlich. Die wird dann dementsprechend dann vermutlich auch am Samstag wahrscheinlich eher vom Fernseher die Daumen drücken. Ich glaube nicht, dass der 4 Monate junge Spross am Samstagabend mit dem Ostseestadion zu finden ist. Nee, die bleibt zu Hause, genau, die schauen zu Hause. Aber die werden sicherlich die Daumen drücken und wir schauen uns das natürlich aus ganz neutraler Perspektive an, wenn der FC Hansa Rostock die SG Dynamo Dresden empfängt. Zum insgesamt, ich habe es mir aufgeschrieben, 64. Mal. Insgesamt in der Historie von beiden Mannschaften. Da drücken wir die Daumen, dass alle verletzungsfrei durchkommen und wir ein packendes Spiel zu sehen bekommen. Bentley Baxter-Bahn, auch dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns und bestliche sportliche Erfolge und immer schön gesund bleiben. Und dann bin ich gespannt, was in den Duellen zwischen Sebastian Mai und dir so vor sich geht. Top, vielen Dank. Bis am Samstag. Ciao, ciao. Mach's gut, Bex. Und damit ist doch schon mal ein bisschen vorgewärmt, was am Samstag dann hübsch warm auf den Tisch kommt bei uns FC Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Ich denke, Sie sind ganz gut eingestimmt und jetzt wünsche ich Ihnen noch am Mittwochnachmittag einen entspannten Tag und sage sportfrei und Gruß hier vom Sportplatz aus dem Spio-Studio. Tschüss.